Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Süß, ne? Aber leider ein Problemkalb. Unser ganzer Hof ist im Moment ein einziger riesiger Problemklotz. Ich bin keine Landwirtin. Dabei müsste ich es doch im Blut haben. Landwirt ist ja kein Beruf, den man seinen Kindern jetzt unbedingt empfehlen würde heutzutage. Mir wäre es egal, wer so einen Hof hätte. Kohle hier, und da kann der andere mitmachen, was er will. So einfach ist das nicht. Da steckt Geschichte drin, die Geschichte meiner Familie. Generationenlang hat sich immer jemand gefunden, der das Ding weitermacht. Und jetzt? Eigentlich wohne ich ja in Berlin. Aber jetzt muss ich nach Hause, weil meine Eltern in Urlaub fahren. Und meine Eltern haben einen Bauernhof. Und da muss man sich um die Tiere kümmern. Oh, du bist auf dem Bauernhof aufgewachsen? Ja, bin ich. So richtig mit Tieren? Ja, und ja, es war sehr schön. Jetzt sind meine Eltern Mitte 60 und ich habe gesagt, ich übernehme. Einfach so. Nachgedacht habe ich nicht wirklich drüber. Hätte ich mal machen sollen. Für meine beiden Schwestern kommt das nicht in Frage. Die sind gesettelt, Festanstellung, Family. Und ich? Freie Reporterin. Spring gern vor der Kamera rum. Hier an Silvester in Berlin-Neukölln oder am Amazonas-Dschungel auf der Suche nach Riesenalligatoren. Aufregend. Manchmal filme ich auch selbst. Ich habe meinen Traumjob gefunden. Und jetzt soll ich sowas machen? Ich mag unsere Tiere sehr, aber mit der ganzen Verantwortung, das ist eine andere Nummer. Zum Beispiel, wenn ein Kälbchen so aussieht, als ob es nicht mal den ersten Tag überlebt. Wieso stehst denn du nicht auf? Fragen, auf die ich keine Antwort habe. Du? Wieso stehst du nicht auf? Zu so einem richtigen Hof mitten in Hessen gehört auch eine Menge Land. Wie so eine Gutsherrin, ne? Das hier ist unser Feld. Das hier ist unser Feld. Und das da hinten auch, glaube ich. Wir haben insgesamt 70 Hektar Land. Ja, ist ganz schön viel. Ganz schön komisch ist das auch. Ich habe ja bisher nichts dazu beigetragen. Die ganze Arbeit hat immer mein Vater gemacht. Das wird nicht ewig so gehen. Aber das immer zu machen? Diese Woche muss ich ran. Die Eltern sind im Urlaub. Sind sie ja früher nie zugekommen. Morgens muss ich erstmal alle Tiere füttern. Und das sieht doch so aus, als hätte ich es ganz gut drauf. Wenn der Kameramann nicht ständig Fragen stellen würde. Egal, ob Männchen oder Weibchen. Das müssen alles Hühner sein, denke ich. Aber warum haben da Männchen so einen Hahn links? Oh, gute Frage. Ich habe auch nicht so viel Ahnung, Julian. Ehrlich nicht. Das hier sind Weihnachtsgänse. Die leben noch bis Anfang Dezember. So viel weiß ich. Als Kind auf dem Land sieht man auch Tiere sterben. Man lernt eben die ganz ursprünglichen Dinge. Und das ist eine Menge wert, finde ich. Ich glaube, es gibt für ein Kind nichts Schöneres. Also so blöd sich das jetzt anhört, aber es gibt nichts Schöneres, als auf dem Dorf aufzuwachsen. Bis man halt ins Teenie-Alter kommt und irgendwie weg will. Die Pferde bringe ich heute noch gern auf die Weide. Bauernhofromantik pur. Wenn dann das mit dem Kälbchen nicht wäre. Bei uns haben vier oder fünf Leute angerufen, dass ein Kälbchen geboren worden ist. Und da muss ich jetzt mal schauen, ob alles in Ordnung ist. Wenn es nicht in Ordnung ist, weiß ich auch nicht, was ich machen soll. Aber wir gucken einfach mal, wie es dem Kälbchen geht. Oh! Es lebt, aber die aufmerksamen Nachbarn hatten mich schon vorgewarnt. Das Kälbchen steht nicht auf. Schlecht, denn im Liegen kommt es nicht an das Euter der Mutter ran. Kleiner Tipp, falls ihr mal in einer ähnlichen Lage seid, nicht nachmachen, weil das ist ziemlich gefährlich. Die Mutterkuh hätte uns hier auch auf die Hörner nehmen können. Aber irgendwas muss ich ja machen. Das liegt hier. Ist das normal, dass es noch liegt? Alleine komme ich hier nicht weiter. Aufstehen kann das Kalb offensichtlich nicht. Auftritt Marius, die Allzweckwaffe hier aus dem Dorf. Und wenn es um Tiere geht, der Retter in der Not. Er weiß eigentlich immer Bescheid und hilft mir, wenn sonst keiner da ist. Aber es hat ja... Oh! Aber es sieht halt nicht so aus, als wenn es schon gesoffen hätte, ne? Ein Kalb muss aber in den ersten Stunden Muttermilch trinken, sonst lebt es nicht lange. Mach mal weiter, tu die mal ein bisschen rufen da. Komm her! Ja, komm her! Der Plan? Die Mutter zum Kalb in den Wagen locken. Keine Chance, das geht schief, so richtig. Die Kühe brechen aus. Ich würde sagen, die sind weg. Ganz ehrlich, solche Dramen passieren immer dann, wenn meine Eltern nicht da sind. Das ist mal richtig kacke. Das hätte man ja echt nicht besser skripten können jetzt.
Irgendwie müssen wir die Viecher einfangen, bevor es dunkel wird. Wenigstens weg vom Maisfeld, bevor sie noch da drin verschwinden. Mehr schaffen wir heute nicht. Dieser Job hat halt keinen nach 18 Uhr ist Feierabend. Nee, und wir können jetzt halt auch leider einfach gar nichts machen. Das ist halt echt bitter. Die Rinder bleiben draußen und das Kälbchen müssen wir auch da lassen. Ziemlich dumm gelaufen. Erst am nächsten Morgen machen die Kühe dann das, was sie machen sollen. Gerade noch mal gut gegangen. Aber das mit der Landwirtschaft habe ich nicht so richtig drauf, denke ich. Wenigstens trinkt das Kälbchen jetzt endlich. Das kannst du jetzt am sagen. Weg treffe ich einen, der sich freiwillig einen Hof kaufen will. Mehr zum Wohnen als zum Bauer sein. Was treibst du da? Wir haben hier neulich ein interessantes Angebot quasi. Aus, wo war der her? Weibelshausen. Ja. Der hat eine Schafzucht. Will er abgeben quasi. Aber der hat eine Menge Fragen gestellt, ob wir eine landwirtschaftliche Ausbildung hätten, ob wir einen Treckerführerschein hätten und lauter so ein Blödsinn quasi. Also mir wäre es egal, wenn ich so einen Hof hätte. Kohle hier, und da kann der andere mitmachen, was er will. Nee, aber das ist halt nicht so. Wenn man einen Hof hat, da steckt irgendwie so viel Geschichte drin, das will man eigentlich gar nicht abgeben. Viele Höfe, die keinen Nachfolger finden, gehen zugrunde. Seit Jahrzehnten ein Riesenproblem in Deutschland. Und jetzt auch meins. Aber da muss es doch eine Lösung geben. Ich schaue mich um, wie die anderen Höfe in unserer Gegend das so machen. Erstmal ein ganz klassischer Milchkuhbetrieb. Davon gibt es nicht mehr viele hier. Bauer Tobelander gehört zu denen, die durchhalten. Und lohnt sich das denn mit 60 Kühen? Oder? Ja, was lohnt sich? Was lohnt sich heute, was lohnt sich heute nicht? Wollen Sie 150 Kühe halten mit 750.000 Euro Schulden? Wer will das schon? Das müssen die jungen Leute müssen das entscheiden. Wir können das nicht mit 64, kann ich da jetzt nicht sagen. Ich halte die doppelte Zahl von Kühen, nur ob ich möglicherweise mehr verdienen will. Also wir sind eigentlich so zufrieden und dann ist das in Ordnung. Kleine Milchbauern hängen am Tropf der EU-Subventionen, kämpfen schon lange ums Überleben. Da bleibt keine Zeit, sich auch noch Sorgen um die Zukunft zu machen. Die Hofnachfolge ist auch hier eine ungeklärte Sache. Haben Sie einen Plan? Ich habe noch keinen Plan, nee. Ich warte auf den Moritz. Er geht ja jetzt erstmal in die Schule und da schauen wir mal. Ob der kleine Moritz wirklich mal Bauer werden will, wer weiß das schon. Mich erinnert das aber alles an früher. Wir hatten auch mal Milchkühe und die Handgriffe habe ich noch drauf. Achtung. Ist krass, das so noch mal zu sehen, weil das war wirklich wie eine Zeitreise. Weil genau so haben meine Eltern früher jeden Tag, jeden Morgen eine Stunde und jeden Abend eine Stunde verbracht. Unser Melkstand sieht heute so aus. Aus Gründen. Zu viel Arbeit für zu wenig Geld. Es ging nicht mehr. Stattdessen haben wir uns auf was anderes spezialisiert. Kartoffeln. Das Geschäft läuft gut. Wir liefern direkt an die Supermärkte in der Region. Bedeutet konkret, die Kunden wissen genau, dass die Kartoffeln vom Bauern um die Ecke kommen. Und auch wenn unser Gemüse viel teurer ist als die importierte Massenware, die Leute zahlen gerne mehr dafür. Fast jeden Tag geht eine Bestellung bei uns ein. Das Ausliefern macht schon Spaß ab und zu, aber mein Herz hängt da jetzt nicht unbedingt dran. Das ist ganz anders bei Clemens, auch Bauernkind, ein paar Jahre jünger als ich. Er wohnt im Nachbardorf. Clemens ist aus voller Überzeugung Landwirt. So richtig mit Hintergedanken. Das beeindruckt mich. Für dich ist es ja offensichtlich mehr als ein normaler Job irgendwie, ne? Was steckt für dich dahinter? Also ein Motiv ist ganz klar, dass ich Lebensmittel erzeugen möchte für andere Menschen, nicht nur für mich selber oder für meine Familie, sondern es motiviert mich, dass ich Produkte erzeugen kann, die im Supermarkt stehen. Clemens hat im Gegensatz zu mir überhaupt keinen Bammel vor der Entscheidung, Dorfbauer zu sein. Du hast nicht das Gefühl, dass das eine Lebensentscheidung ist für dich? Es fühlt sich so an, dass ich es für den Rest meines körperlichen Arbeitslebens machen möchte. Ja, schon, aber ich fühle mich nicht gezwungen. Ökologische Landwirtschaft ist für ihn sowas wie eine Lebenseinstellung. Und das kommt nicht von ungefähr. Seine Familie ist die Bioinstanz bei uns in der Gegend. Sie haben auch Milchkühe, etwa 60 Stück. Joachim Gabriel, der Vater von Clemens, hat schon in den 80er Jahren den Hof gegründet. Das ist ein Demeter-Betrieb, der strengste Bio-Standard, den es gibt. Deshalb haben die Kühe hier auch noch ihre Hörner. Das gehört zum Öko-Konzept.
Was haben eigentlich die anderen Bauern hier in der Gegend gesagt, als du in den 80ern hier deinen... Ach, sie haben uns ausgelacht, haben gedacht, das klappt nie, das wird nichts. Es ging sogar bis dahin, dass man gefordert hat, das müsste man verbieten, weil wir sind ja, wie soll man sagen, wir verkörpern so ein bisschen das schlechte Gewissen, was viele bei der konventionellen Landwirtschaft auch haben. Als Biobauer ist er heute der Gewinner. Die Nachfrage nach Bioprodukten ist so groß wie nie. Und Joachim bekommt für seine Milch mehr Geld als ein konventioneller Landwirt. Und übrigens auch noch mehr Subventionen. Bio, das lohnt sich heutzutage. Und warum macht es dann nicht einfach jeder, der irgendwie wirtschaftliche Probleme hat? Naja, also man sollte es nicht als Motivation nehmen, wenn man wirtschaftliche Probleme hat, dass die Umstellung auf ökologischen Landbau, auch gerade durch die Prämien, die man dadurch mehr bekommt, da braucht man dann auch ein Durchhaltevermögen. Man muss auch manchmal Ernteeinbußen hinnehmen, ganze Bestände werden nichts. Und das gehört aber dazu, zum Geschäft, wenn man das jetzt mal so bezeichnen will. Biolandwirtschaft als aktivistische Tätigkeit, Lebensmittel herstellen als Lebensaufgabe. Ich finde das bewundernswert, aber mein Leben ist das nicht. Zumindest nicht jetzt, nicht 7 Tage die Woche. Auf der Suche nach ein paar Fazitworten, ehrlich, mit Tiefgang und so, kommt mir zum Glück eine Kuh dazwischen. Alles Bio halt, ne? Das ist voll das eklige Geräusch, ey. Wow. Aber es hilft ja nichts. Unsere Hofproblematik muss ja auch mal geklärt werden. An Motivationssprüchen und Bauernhofkitsch mangelt es in unserer Küche schon mal nicht. Die Eltern sind aus dem Urlaub zurück. Zeit für ein unangenehmes Gespräch. Was erwarten sie eigentlich von mir? Hätte man noch mal vorher klären können, schon klar. Aber es ist halt nicht so leicht, über sowas zu sprechen. Was ist denn euer Plan für unseren Hof? Habt ihr einen Plan, eine Idee, einen Wunsch? Na, man muss das die nächste Generation machen. Oh shit, sind wir denn immer noch keinen Schritt weitergekommen? Wunsch ist eben, dass das in irgendeiner Form von irgendjemand weiter bewohnt wird, sage ich jetzt mal. Nicht unbedingt bewirtschaftet, will ich jetzt nicht sagen, aber zumindest die Gebäude, dass die irgendwo genutzt werden. Ich bin erleichtert, dass ich alles hinschmeiße und den Hof so weiterführe, wie er bis jetzt läuft, das erwarten meine Eltern wohl gar nicht. Und Nutzung, das kann ja vieles heißen. Weil der Ernst, der hat seinen ehemaligen Schweinestall zum Beispiel umgebaut und da ist ein Bestattungsunternehmer, der nimmt den als Lagerraum. Das ist jetzt auch eine Alternative, kann nicht jeder machen. Zum Beispiel ist das auch eine Alternative. Der Bauernhof als Leichenkeller? Keine schlechte Idee, aber die Marktlücke ist schon besetzt. Was gibt's denn da sonst noch für Konzepte? Soziale Landwirtschaft zum Beispiel. Das ist ein Oberbegriff für Höfe, die Menschen helfen wollen. Zum Beispiel der Merjehof, gleich bei uns um die Ecke. Ein Hofgut für psychisch Kranke. Hier lebt Anna Jasperneite, seit 20 Jahren schon. Der Merjehof war ihre Rettung. Warum sind Sie damals hierher gekommen? Oh, weil es mir dreckig ging. Also ich war richtig am Boden, kann man sagen. Warum ging es Ihnen vorher schlecht? Also war das eine Depression oder was? Ja, genau. Es gibt ja so viele Benennungen. Psychose, kann man sagen, Schizophrenie, nach Kliniksaufenthalt. Das war ein ganzes Jahr, das gibt es heute, glaube ich, gar nicht mehr. Bin ich hier hingekommen und ja, in mir ging die Sonne auf. Ich habe mich einfach gut gefühlt. Es ist schön zu hören, dass jemand sein Glück auf so einem Hof finden kann. Anna will hier nie wieder weg. Aber klar ist auch, eine richtige Schizophrenie kann man nicht mit ein bisschen Landleben bekämpfen. Der Hof arbeitet mit der nächsten Psychiatrie zusammen. Und die Menschen hier brauchen auch Medikamente. Das ist harter Tobak und eine Spur zu krass für mich. Mit sowas habe ich ja null Erfahrung. Trotzdem, es gibt viele Menschen, die würden gerne idyllisch auf dem Bauernhof leben. Und denen würde das auch gut tun. Man muss nur mal die Augen offen halten. Ich glaube, Rentnerwohnungen werden dringend gebraucht. Okay, bisschen fiese Überleitung. Aber mal im Ernst, ist das nicht eine Idee? Rentnerwohnungen.
Fakt ist, unser Hof ist riesengroß. Und im Moment sieht es nicht danach aus, als könnten wir die ganzen Gebäude wieder mit Tieren vollkriegen. Wir haben ja so schon genug zu tun. Was wir aber haben, ist eine Menge Platz. Und wir haben in Deutschland generell immer mehr Senioren, die auf der Suche nach einer schönen Wohnung sind. Altersgerecht, bisschen idyllisch, aber eben nicht ganz alleine. Also es ist ein Riesenhaus. Und wenn man, und das steht quasi komplett leer. Da stehen jetzt ein paar Rinder drin und zwei Pferde, aber sonst nichts. Steht auch komplett leer. Und wenn man, ich meine, wie viele Wohnungen könnte man da reinbauen, weißt du? Richtig schöne Seniorenwohnungen quasi. Die könnten dann nämlich hier hinten raus einen Balkon haben. Das habe ich mir ehrlich gesagt auch schon überlegt. Weil das ist ja eigentlich die einzige ruhige Ecke. Da vorne fahren schon Autos. Aber hier oben, hier könnte man doch so wie in so einem Schwarzwaldhaus so einen langen Balkon langziehen. Hier so komplett ein Balkon, der sich hier auch noch so rüberzieht. Ja, und da könnten sich dann die alten Leute auf einen Kaffee treffen. Ich weiß, es klingt verrückt, aber ich meine es ernst. Senioren-WGs mit ein paar Tieren auf dem Hof, die den alten Menschen den Tag versüßen. Immerhin ist es eine Idee, was draus zu machen. Denn eins steht fest, verrotten soll unser Hof auf keinen Fall.